Die Plaza Culinaria findet in diesem Jahr zum 10. Mal statt. Unverzichtbarer Teil der Erfolgsgeschichte ist das Sternemenü, das zum 9. Mal vom Colombi Hotel Freiburg und der FWTM veranstaltet wurde. Am Samstagabend waren rund 270 Gäste gekommen, um erstklassig zu speisen und dabei Gutes zu tun. Denn der Erlös des Sternedinners, jeweils 100 Euro pro Gast, wurde für einen guten Zweck gespendet. Bei den vergangenen Sternemenüs sind insgesamt bereits über 200.000 Euro zusammengekommen. In stilvoller Atmosphäre wurden den Gästen 7 exquisite Gänge und insgesamt 19 Weine gereicht. Im Laufe des Abends servierte das erstklassige, reibungslos wie ein Uhrwerk funktionierende Team des Colombi Hotels ausgesuchte Spezialitäten, darunter Saint-Pierre-Filet, bretonische Rotbarbe, amerikanisches Rinderfilet mit Trüffelcremolata und Opera von Schokolade und Passionsfrucht sowie als süßes Finale delikate Friandise. Verantwortlich für die lokulischen Höchstleistungen zeichnete Küchenchef Alfred Klink, den der Aral Schlemmer Atlas zu einem der 13 besten Köche Deutschlands gewählt hat. Die korrespondierenden Weine wurden vorgestellt von Alixe Winter, Geschäftsführerin der Alten Wache, Haus der Badischen Weine. Zum Abschluss des Genussabends wurden feierlich die Schecks überreicht. Der Verein Kinderherzen retten, das Kuratorium Augustinermuseum und die Stiftung Freiburger Münster erhielten jeweils 9.500 Euro. Der Oberbürgermeister von Freiburg, Dr. Dieter Salomon, richtete sein Wort an die anwesenden Gäste. Ich will mich bei Ihnen bedanken, dass Sie gekommen sind und mit Ihrem Beitrag dazu helfen, diese drei Einrichtungen zu unterstützen. Aber ich will mich insbesondere bei Roland Burtsche bedanken, dass er es abermals möglich gemacht hat, dass dieser Abend stattfinden kann. Lieber Roland, recht herzlichen Dank an dich und deine Mannschaft, an Alfred Klink und alle, die mithelfen. Der Feinschmeckerabend in seiner einzigartigen Atmosphäre stand unter dem Patronat von Roland Burtsche, dem Chef des Colombi Hotels in Freiburg. Zum letzten Mal allerdings, denn Burtsche erklärte überraschend seinen Rücktritt. Nun ist auch meine Zeit gekommen. Es ist eine Nachfolger zu finden. Also, es geht ja weiter, aber es muss alles verjüngt werden. Der Geschäftsführer der Messe Freiburg, Klaus Seilnacht, bedankte sich herzlich für die gute Zusammenarbeit. Alle herzlichen Dank für Ihre Leistung, für Ihr Engagement, für Ihre Partnerschaft, für Ihre Unterstützung. Das ist nicht selbstverständlich und da kann ich über einige Jahrzehnte auch etwas sagen. Die Nachfolge treten Burtsches Tochter Kirsten Moser sowie Michael Stefan Sänger an, der seit 2003 als geschäftsführender Direktor des Colombi Hotels tätig ist. Genießen für einen guten Zweck. Auch unter neuer Führung wird das kommende 10. Sterne-Dinner sicherlich wieder ein kulinarisches Erlebnis, das seinesgleichen sucht. Freiburger Messe TV. Freiburger Messe TV. Immer aktuell informiert.